Energien. Grille zurecht drücken. Herzlich willkommen zur 5. und vorletzten Folge dieses äußerst erfolgreichen Videopodcast-Format Comic Talk mit Jenny und Jojo. Danke. Wir haben auch ein Schild gebastelt, was man vielleicht kaum sieht. Ja, wir arbeiten jetzt im Hintergrund. Also ja. Jetzt wird das Studio. Bis morgen werden wir super hier. Gestern hatten wir Bergfest. Wir haben im Prinzip jetzt schon die Hälfte hinter uns und jetzt geht es nur noch bergab. Schon über die Hälfte jetzt. Weit über die Hälfte. Ja, aber gestern. Wie jedes Mal sprechen wir als erstes über die aktuelle Suspiel. Blattkritik, ne? Was fanden Sie besonders gut diesmal? Was fand ich besonders gut? Ich muss ja sagen, wie gesagt, wir hatten gestern Bergfest und wir hatten viel Spaß und ich fand am witzigsten eigentlich diesen Beitrag hier, der gemeinschaftlich entstanden ist, ungefähr um 1 Uhr, zu diesen wunderschönen Zink-Tabletten-Verpackungen von Ratio Farm und die Nebenwirkung spontane symbiotische Verwachsung von gezeichnet von Daniel Herrmann hat uns sehr amüsiert. Wir haben ja schon gesagt, es könnte auch ein Logo für uns werden. Ja, ich glaube, das wird unser Logo. Mein Lieblingsbeitrag war entweder ein bisschen selbstbezüglich die Sketchnotes von Franzi zu meinem Animationsworkshop oder die tolle Abschlussidee von Franzi mit dem Huhn, das zum Arbeiten aufruft. Das fand ich sehr schön. Ist immer glücklich, dieses Huhn. Das ist immer glücklich. Egal wie schlecht es ist. Ist halt auch ein bisschen Fantasy, ne? Das war richtig tief. Das ist so tief, ne? Wenn man einen Roman schreibt, wo es allen Menschen gut geht, das wäre Fantasy. Ich glaube, da gab es auch mal so ein Konzept und wir haben dann irgendwann beschlossen, es gibt keine Lösung für die Geschichte. Ja, das ist halt Fantasy. Ohne Regen keine Sonne. Nächster Punkt. Oh, das war sehr spannend. Gestern Abend gab es, ist nicht zum ersten Mal beim Comic-Seminar, es gab es schon inoffiziell, so halb abends zur Belustigung von allen. Aber gestern offiziell von Ralf organisiert eine fast zweistündige, anderthalbstündige Comic-Lesung mit mir. Es muss irgendwann so 2011 gewesen sein, als Nalini, meine Freundin, promovierte. Juhu, jetzt sind wir Doktor. Anderen. Ei. Also, wir zählen mal auf. Die wunderbare Barbara hat ihr Tristan und Isolde vorgelesen mit verteilten Rollen. Franzi und Jana, die eine wunderschöne Soundeffekt-Klaviatur bedient hat, wie zum Beispiel das Einschenken des Gifts. Sehr, sehr gut hat mir auch der Comic-Beitrag von Yosi gefallen. Poetisch gereimt, fantastische Bilder, also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr berührend. Dann unsere Lisa 9. In Mali hat es das Wasser ganz an einer bestimmten Stelle gehabt. Doch du dickes Ei. Die wir ja auch schon mal hier hatten. Hast du mich jetzt übergangen? Ja, du hast dich doch schon vorgestellt. Ach so, okay. Da also wurdest du gestern schon so sehr gelobt. das ist mir auch peinlich. Ich will nicht nochmal so ein Smiley an ihn. Warte, noch zum Abschluss natürlich unsere fantastischen Dozenten Birgit und Ralf. Wir kauften täglich am Strand frischen Fisch. Einer der Fischer sah mich mit dem Slime spielen und wollte es anfassen. Das Slime wurde von Hand zu Hand gereicht. Es war voller Fischschuppen und Schlimmerem, als ich es wiederbekam. Und toll, also vor allem auch die zwei im Vergleich in der Spannbreite und in der Unterschiedlichkeit. Ist das Wort Spannbreite? Natürlich, Spannbreite, Flügel. Spannbreite. Spannbreite. Du Fuchs. Nichtsdestotrotz, den Inhalt meiner Aussage haben wir ja trotzdem verstanden. Ja, ich wollte nur klugscheißen, ja, wir haben viel um gelacht. Dich auf deinen Platz zu verweisen. Um das noch abzuschließen, wir haben viel gelacht, aber wir waren aber auch super lustig. Abraham! Ich war ein bisschen hibbelig, weil ich wusste, dass ich die ganze Zeit noch den Podcast von gestern schneiden musste. Ich habe noch nicht mal angefangen. Aber es war zum Glück auch dann irgendwann vorbei. Für mich vor allem. Ja, heute ist die zweite Lesung schon wieder. Ich bin gespannt. Mhm. Und nicht zu vergessen, wir kriegen heute ganz hohen Besuch. Der Bürgermeister von Erlangen kommt vorbei. Deshalb dürfen heute die echten Profis wie Franzi aus ihrem Adventure-Huhn lesen. Richtig. Weil der Bürgermeister kommt. Und weil das Huhn ja immer glücklich ist und wir wollen keine schlechte Laune verbreiten. Fröhlichkeit. Ja, wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns auf den hohen Besuch und auf die Aufmerksamkeit. Nächster Punkt. Heute Morgen um 9.30 Uhr war ein Workshop, wo trotz Aufruf nach Erlangen niemand kam, außer uns.
Es ging darum, wir sind herumgelaufen und haben gezeichnet. Das klingt sehr banal, aber der wunderbare Martin Radcheck hat das Ganze auch wunderschön moderiert und uns ein paar Tricks und Tipps gezeigt, wie man tatsächlich als Urban Sketcher, ne, so um diesen Fachbegriff nochmal zu droppen, die besten Motive findet oder worauf man achten kann. Also wir haben so. Gab es einen Trick oder Kniff, der dir besonders gut gefallen hat, wo du sagst, das wusste ich vorher so nicht? Naja, dass ich das nicht wusste. Also was mir besonders gut gefallen hat, ist, glaube ich, so dieser Ansatz, oh, ich habe wenig Zeit, weil ich bin mit Menschen unterwegs und muss zwischendurch sprechen, dass man sich nicht hinstellt und sagt so, der Fluchtpunkt ist hier und da und jetzt muss die Perspektive perfekt sein und dann kriege ich diese Häuserfront gezeichnet, sondern dass man eher sammelt und ganz viel ineinander zeichnet und dann eine Collage erstellt mit verschiedenen Stiftfarben und dann muss die Perspektive nicht stimmen, sondern man fokussiert sich auf Details. Das fand ich eine sehr schöne Übung. Ich fand besonders schön den Einsatz von diesen Acrylmarkern, Molotow-Acrylmarker, die Martin mitgebracht hat, womit man quasi seine gewisse Flächen erstmal ausfüllen kann und dann da drüber skizziert. Also eine flächige Vorskizze, das wusste ich so vorher nicht, vor allem weil ich dachte, die Acrylmarker, die drücken halt durch. Aber ich habe festgestellt, zum Beispiel bei diesen tollen gesponserten Leuchtturm, es gibt in Büchern, dass das sehr schön hält und sich auch nach kurzer Zeit da sehr gut drauf rummalen lässt. Ja, die Bücher sind klasse. Das werde ich mitnehmen. Viel mehr mit Molotow-Markern machen. Ja, voll. Also das war wirklich super. Wir haben noch viel mehr Noch ein Workshop. Workshop heute. Workshop Storyboard mit dem großartigen Nils. Oskar. Du hast mal ganz kurz reingeschwingst. Ja, Nils hat das sicher hervorragend gemacht. Ich habe ja nur durch das Fenster hier immer reingeguckt, weil ich direkt gegenüber sitze und habe halt gesehen, dass er alles, glaube ich, gemacht hat. Alles in diesem Bereich. Ich habe was über Kamerawinkel gesehen, genau, über Kamerafahrten, bis hin zur Heldenreise, was ja eigentlich schon so Storytelling ist. Ich glaube, die wurden in der halben Stunde richtig, richtig vollgeballert. Ja, komplettes Grundstudium absolviert. Ja, können jetzt quasi Diplom rausgehen, Filme machen. Ja. Also wenn ihr Leute sucht, die professionell ausgebildet sind. Wir haben mindestens 10. Ja. Mindestens 10. Dritter Workshop, der hat gerade eben stattgefunden vom wunderbaren Ralf. Martinczek. Und da ging es darum, wie können wir aus unserer Handschrift Schrift einen digitalen Font generieren. Und Font, aber das ist dann so ein Fischfont. Font. Font generieren. Und das haben wir schönerweise am Font vom Herrn Ralf König beobachten dürfen. Ja. Sehr spannend. Der nämlich tatsächlich immer noch alles selbst handlettert. Und Ralf versucht ihn hier anscheinend, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr in das Digitale zu führen. Wahrscheinlich, weil wir gestern so gelacht haben bei dieser Lesung, dass wir viel, viel mehr von diesen Büchern haben wollen. Das stimmt. Ralf muss mehr machen und wenn er Computer schreibt, geht das bestimmt schneller. Genau. Man hat auch so einen kleinen Unterschied gesehen. Wie findest du es? Digital besser oder schlechter? Ich fand es ehrlich gesagt lesbarer. Es war lesbarer, aber war es noch Ralf, was man da gesehen hat? Das ist halt die Frage. Ne? Man verliert ja ein bisschen. Oder war es eins von diesen Mainstream-Standard-Computer-generierten Cartoons? Und wenn der Computer schon so schreiben kann wie du, wird er dann irgendwann für dich auch jetzt zeichnen? Und am Ende Witze schreiben? Möglicherweise ist das der erste Schritt, um uns selber abzuschaffen. Aber jetzt erstmal ist es ganz cool. Oder? Ja. Du hast auch schon davon. Ich war zu faul bisher. Ich habe es mal probiert mit so anderen Programmen und es hat nie so richtig funktioniert. Die Abstände zwischen den Buchstaben waren da nie so besonders schön. Das Kerning, meinst du? Wie der Profi sagt. Ja. Und da habe ich dann wieder aufgehört. Ich benutze diesen Action Man Font, den man kostenlos im Internet bekommen kann, der auch bei der weiblichen Damenfußballmannschaft der Deutschen vor ein paar Jahren aufs Trikot kam. Echt? Bei der WM? So lächerlich sieht der DFB wahrscheinlich die Damenfußballmannschaft. Jo, nimm mal den kostenlosen Comic-Font aus dem Internet. Oh Gott, Ja, aber ich dachte, da bin ich voll trendy. Ist schon länger her, ich kann es mal raussuchen und der Schnittjojo wird das hier unten noch weiter. Der Schnittjojo macht das, auf den Schreck ein Wasser. Genau, das waren alle unsere drei Workshops, jetzt haben wir schon angeteasert. Wir haben uns jetzt schon geärgert über Männer, die Frauen Comic-Schriften aufdrücken. Wir haben heute eine sehr weibliche Folge. Heute ist sozusagen und eine sehr große Folge. Ja. Wie man vielleicht sieht, sitzen wir heute viel weiter auseinander. Gar nicht wie unser Logo. Ja.
vermuten lässt, weil wir haben heute nicht nur einen Gast. Wir haben gleich Du musst das doch aufbauen. Wir haben nicht nur zwei Gäste wie gestern, sondern drei Gäste. Denn heute ist Muttertag. Elterntag. Elterntag. Glaube ich, Alter. Gleichberechtigt. Geschlechtsunspezifisch. Aber in unserem Fall ist es Mutter und noch nicht Muttertag. Aber sie haben alle eine Gemeinsamkeit und ich versuche sie jetzt alle mal einzusammeln. Wir versuchen die mal zu sammeln, das kann etwas dauern. Ja, wir beeilen. Amelie! Das ist kein Richtig. Und auch der Rest ist Jana und Dagmar. Hat jemand noch nicht geguckt? Nee. Ist okay, danke. Ich sehe das nicht persönlich. Sind wir schon on? Ja, wir sind die ganze Zeit schon an. Wir schneiden. Oh, es gibt anscheinend ein Thema, was wir heute verpasst haben. Doch, stimmt, wir haben alle drei schneiden. Ja, ich hätte das auch noch farblich anpassen können. Ja, ich habe das Memo nicht bekommen. Also, aber du schreibst es ja schon mal an. Oh, wir haben Gänsewein. Sehr gerne. Gänsewein, außer jemand Außer ihr braucht anderes. Mehr, dann besorgen wir das ich auch. Ich habe schon, danke. Gut vorbereitet. Ich habe mir selber einfach was mitgebracht. Das ist schon unkraft. Also, aber im Wasser würde ich gerne sagen. Unsere Gastfreundschaft wird nicht gewürdigt. Okay, gut, dann machen wir das rückwärts. Kannst du das mal außerhalb vom Bildschirm stellen? Dann tun wir so, als wäre es nicht da gewesen. Ich habe es verpixelt. Alle werden sich fragen, was ohne Kohlensäure wegen der Soundqualität? Nein. Nein. Zum. Damit es leise bleibt im Studio. Rülpsen und pupsen. Pupsgründe. Zum Pupsen. Ja, naja, das wird mir jetzt seit längerem schon unterstellt. Ich habe das mit Lisa diskutiert. Es ist möglich. Ich versuche mich da nicht so reinzusteigern, weil umso mehr ich mich reinsteige, umso mehr glaubt man, ich hätte ein Problem damit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. Ich habe versucht, das eben mit dem Julio schon mal ganz grob anzuteasern, was wir uns dabei gedacht haben. Ich habe Muttertag gesagt und der Julio hat gesagt, das kann man so nicht sagen. Das heißt, wir versuchen Fettnäpfe zu umschiffen, aber vielleicht landen wir auch manchmal drin. Warum wir euch auserkoren haben, ist so ein bisschen, um die Vielfalt zu zeigen, weil wir sind ja unglaublich viele Seminarteilnehmer, haben aber nur 6 Tage Zeit und deswegen können wir uns nur vereinzelt Leute rauspicken. Und ihr habt alle das verbindende Element, es geht irgendwie um Muttersein in diesen Geschichten. Und wir würden gerne erfahren, ganz kurz von euch, wer seid ihr jeweils und wo nehmt ihr darauf Bezug? Ja. Wundervoll. Ja, ich bin ja quasi die Mutter der Nation, ne, als Nichtmutter. Und ich bin Dagmar und Illustratorin, Comiczeichnerin, was auch immer alles mit Zeichnen. Und mein aktuelles Projekt ist das Buch an die Tochter, die ich nicht habe. Und ich glaube, das prädestiniert mich jetzt zumindest nach eurem Vorgespräch absolut als Mutter. So. Absolut. Absolut. Total. Keine Einwände, wunderbar. Das ist Ralf, das sind Eltern. Ich würde sagen, das ist korrekt. Okay, ich bin Jana. Ich bin natürlich auch Zeichnerin, deswegen bin ich hier. Und ich beschäftige mich in meiner Geschichte mit dem potenziellen Muttersein und mit den Geschichten von anderen Leuten, was sie mir erzählen über das Elternsein, Dasein. Genau. Du bist auch nicht Mutter? Nee, ich bin auch nicht Mutter. Ach, guck mal. Keine Expertise in diesem Bereich. Noch nicht Mutter. Man weiß ja nie, was passiert. Keiner weiß. Ja, ich bin Amelie Persson. Persson, meine ich, Schnitt. Illustratorin und Comiczeichnerin. Und ich finde den Begriff, also darüber rede ich auch sehr viel, Mutterschaft, der muss nicht unbedingt mit dem wahren Elternsein zu tun haben. Denn das ist ja auch eine Eigenschaft, mütterliche Gefühle zu haben oder mütterliche Anteile zu haben, hat jede Frau und auch jeder Mann irgendwo in sich. Die können mehr oder weniger ausgeprägt sein. Die hat mit dem tatsächlichen Kind auf die Welt bringen oder Eltern eines Kindes zu sein, gar nicht unbedingt, ist nicht zwanghaft damit verknüpft. Deswegen finde ich das wichtig, dass man den Begriff irgendwie offen hält. Habe ich ein Kind bekommen. Aber hier freue ich mich auch sehr auf dem Comic-Salon, als ich zu sein, als Person, Individuum, kein Anhängsel zu haben und mal wieder so zu machen, was mich interessiert. Du kennst das. Das klingt so negativ, aber es stimmt. Ja, das stimmt.
Es gibt ja auch den interessanten, diese Bewegung, Hashtag Regretting Motherhood. Mhm. Finde ich sehr interessant, also da möchte ich auch noch mehr tiefer eintauchen. Wir haben auf jeden Fall auch eine Frage aufgeschrieben, die dann jeder mal aus seiner jetzt bekommenen Mutterrolle beantworten kann. aber Amelie, sag nochmal ganz kurz, woran du arbeitest hier, wenn du möchtest. So ganz also ich arbeite am ultimativen, Erziehungs- und Überlebensratgeber, ja, wo steht, wie schlafen sie durch und so weiter, ja. Also genau. Gibt es Patentrezepte. Ja, genau, und die werde ich halt auch, die gibt es dann, also wenn man meinen Comic kauft. Oh, da bin ich gespannt. Genau, also stay tuned. Mhm. Aber es ist schon auch ein bisschen so mit dem Augenzwinkern gemeint. Nein. Also persönlich, so nein, ja. Ja. Das ist Erfolgsrezept. Boah. Ja. Amelie, das ist beinharte Wissenschaft. Ja, ich werde reich. Aber es ist natürlich auch zum Lachen, aber es ist auch ernst. Es ist ernst vor allem. Ich bin gespannt. Eine interessante Frage, die viele, viele Künstlerinnen schon seit Jahrhunderten begleitet, auch Künstler, beflügelt ein Kind oder behindert es manchmal? Künstlerisch gesehen. Künstlerisch gesehen. Also im eigenen Schaffen. Also das Kind, das ich nicht habe und auch ganz bewusst nicht habe und was macht mich auch sehr glücklich, dass ich das nicht habe, das beflügelt mich im Moment auf alle Fälle, weil es mich natürlich dazu inspiriert, dieses Buch zu machen. Und ich habe in vielen Gesprächen jetzt in diesen letzten Tagen auch schon mitbekommen, dass viele tatsächlich die Frage auch ganz spannend finden. Vor allem auch Mütter, die mir wirklich gesagt haben, so, ja, was würde ich meiner Tochter denn mitgeben? Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ne? Und ich habe mir natürlich so als Nichtmutter immer gedacht, macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber, was man als Eltern seinem Kind alles an wichtigem Input oder auch unwichtigem Input mitgeben muss. Und das finde ich tatsächlich ein sehr dankbares Thema. Das kam zwischendurch mal so auf, letztens ein Gespräch mit Freundinnen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da kann man tiefer reinbohren. Was hat man eigentlich für eine Verantwortung oder was hat man selber überhaupt an Wissen oder an Informationen, die man eigentlich gerne irgendjemandem weitergeben möchte, der einem doch ein bisschen näher steht als jetzt irgendwie eine Freundin oder so, eben weil es eine andere Generation ist, weil die jünger sind, weil die Fehler alle noch machen müssen oder eben auch nicht. Und deswegen finde ich das beflügelnd. Du bist ja auch eine fantastische Zeichnerin von Karikaturen, die auch sehr, sehr witzig sind. Wie wäre denn dein Ratschlag? Oder hast du einen Ratschlag an deine Tochter? Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Noch nicht. Also das ist auch so einfach nicht. Also ich werde ihr auf alle Fälle, dieser besagten Tochter werde ich auf alle Fälle mein geheimes Lasagne-Rezept weitergeben. Das schon, aber es wird auch noch ein paar andere wichtige Informationen geben. Wir werden es also erfahren. Jana, deine Perspektive zu Kind beflügelt oder... Also ich habe ja da, wie gesagt, gar keine Expertise, was Kinder haben angeht, aber also genau, ich sammle ja so ein bisschen Geschichten von Menschen in meinem Umfeld und habe mich ja so ein bisschen historisch damit befasst, also wie war Kindererziehung früher und wie ist sie heute und also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das vor allem mit den ersten Jahren erstmal einengt, was so ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich den Eindruck habe, dass Eltern heute ziemlich alleine gelassen werden. Deswegen weiß ich es, für mich klingt es immer eher so nicht so. Ich persönlich habe aber gedacht, ich glaube, ein Grund, warum ich Kinder kriegen wollen würde, wäre, weil Kinder ja immer so geil zeichnen und ich würde dann gerne von denen das Zeichnen lernen. Und sie für mich arbeiten. Ja, genau, die dürfen halt, die dürfen dann nicht älter werden. Zeichnen ständig über die Linien drüber. Das Unlearning. Ja, aber das ist doch nicht kolorieren. Ach so. Nee, also, es geht ja nicht ums Kolorieren. Die haben ja so geile Figuren und so. Aber das bleibt ja dann, also die müssen dann, dürfen nicht älter werden als 12, glaube ich. Dann hört das nicht auf. Ja. Dann kommen die Pubertät und dann wollen die irgendwie richtig zeichnen können. Dann müssen sie selber machen. Dann. Nee, da gibt es ja dieses Buch von Betty Edwards, die das ja sagt, dass man bis zu diesen 12, wenn man dann quasi sieht, dass das, was man zeichnet, gar nicht so aussieht, wie das, was man eigentlich zeichnen wollte. Genau. Und da gibt es ja dann, da muss man dann halt zeichnen lernen. Das ist der Punkt, wo es dann Arbeit wird und kein Spaß mehr ist. Und die meisten aufhören, weil es frustrierend ist. Und lieber Netflix gucken. Richtig, die Verführung. Oder Minecraft spielen. Wie kann man sich das bei deinem Projekt vorstellen, Jana? Also, deine Umsetzung, weil wir haben vorhin mal ein bisschen gesprochen und du gehst das Ganze ja eher aus einem geschichtlichen, aber auch so ein bisschen, soziologischen Kontext an. Genau. Wird dein Comic eher ein Sach-
Buch oder ist es doch mit einer persönlichen Perspektive? Also ich, ja, es ist so eine Art, schon so eine Art Reportage, aber auch mit einer persönlichen Perspektive. So der Ausgangspunkt war, dass ich mich schon gefragt habe, so will ich Kinder, ja oder nein? In dem Alter, so für Frauen um die 30 wird es ja irgendwie ständig herangetragen. Na, jetzt müsst ihr aber langsam. Und ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, will ich das oder will ich das nicht? Und so ein bisschen eben gesammelt habe, wie das in meinem Umfeld so ist. Und dann habe ich eben auch geguckt, wie es früher war. Und Erziehung war früher einfach eigentlich immer eine Aufgabe von einer Gruppe von Erwachsenen und einer Gruppe von Kindern. Und das ist heute nicht mehr so. Diese kleinen Familie gibt es eigentlich erst seit nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Erfindung der Pille und der Waschmaschine. Und vorher gab es das so nicht. Dieser Rückzug war einfach gar nicht möglich. Es hatte alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich frage mich so ein bisschen, was man so an den guten Sachen vielleicht von früher rausziehen kann und die, weil ich bin jetzt ja auch froh, nicht mehr mit dem cholerischen Großvater in einem Haus zu wohnen, aber trotzdem, was man aus diesem Konstrukt, das es einfach vorher immer war, was man da vielleicht Positives rausziehen kann, um das in unsere Zeit, in dieser Vereinzelung, dir halt ein bisschen entgegenzuwirken. Also es ist auch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Genau, also und auch, was wir jetzt ändern können, um es den Leuten vielleicht wieder einfacher zu machen. Was es mir einfacher machen würde in meiner Vorstellung, damit ich eventuell eine Familie gründen wollen würde. Oder auch Teil, also was ich auch eben voll wichtig finde, ist, dass man auch, also vielleicht will ich keine haben, aber dass ich trotzdem irgendwie gerne eingebunden sein möchte in das Aufwachsen von anderen Kindern oder so, als eine Tanten, was auch immer Funktion, die auch eine Verantwortung übernimmt und das nicht mehr so ein Kleinfamilien. Jetzt hast du die Möglichkeit. Ist auch die beste Rolle, glaube ich. Es schreit hier, bitteschön. Ja. Genau. Amelie, bei dir war das, glaube ich, ein bisschen andersrum. Du hast ein Buch. Also, du wolltest ja wissen, inwiefern die beflügeln oder so und oder auch nicht, ne? Genau. Ja, und ich würde das gerne ein bisschen ummünzen auf das Thema Comic oder ein Buch schreiben oder so. Denn da gibt es ja auch ganz viele Analogien, ja, und die haben ja wieder was mit Frau, Mann oder welches auch immer Geschlecht zu tun. Man geht mit etwas schwanger, man brütet etwas aus, ja, und es ist ein furchtbarer, anstrengender Prozess, der sich lang zieht und das kennen wir alle und also das ist auch gerade, deswegen war diese Woche auch sehr anstrengend und sehr schmerzhaft und genau, es ist sehr eine Aufgabe, das auszubrüten, ja. Also siehst du Mutter werden als eine Art Training, Bücher zu machen? Nein! Und umgekehrt. Nee, aber ich sage so, die haben alle sozusagen Babys, ja. So wie wenn man zum Beispiel Traumdeutung, finde ich auch immer ein sehr schönes Beispiel, wenn man da ja träumt, man würde ein Kind bekommen oder so, heißt es ja nicht, dass man ein Kind bekommt, so hey, so du bist Wahrsagerin, sondern das heißt ja, dass man mit etwas sozusagen vielleicht schwanger geht, einer Idee oder dass da irgendwie was Neues entsteht gerade. Ja? Da sind wir wieder bei Dagmar, die sagt, wir sind alle Mütter von irgendwas. Das ist von mir. Ja. Ich habe das halt als Vater, wenn ich hier mit teilnehmen darf an der Runde. Ich ja auch was machst das, du hier? Man sollte sagen, zum Beispiel Eltern. Ja. Als Eltern, als ein Teil. Ich habe das zum Beispiel sehr stark bemerkt im ersten Jahr. Ne? Auf der einen Seite hat man 1000 Ideen, die einem das Kind gibt, weil es ja neue Umstände sind, die ja nicht natürlich beeinflussen, aber auf der anderen Seite keine Zeit mehr. Also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal, wenn man jetzt kreativ arbeiten möchte, in der Anfangszeit vor allem. Vor allem, weil Comic ja auch so aufwendig ist. Ne? Also so, ich glaube, wenn man sich eine Kunstform aussucht, die aufwendig ist oder noch aufwendiger wäre, könnte man auch Stopptrickfilme machen. Oder filmen, also filmen. Ja, aber was bringt euch denn alle zum Comic? Ernst gemeinte Frage? Nicht? Also, wir alle schweigen so, war das eine doofe Frage? Nein, kannst du fragen. Aber jetzt, muss auch nicht sagen. Ich zeichne schon immer Comics, sei ich ein Kind war. Genau. Gibt es irgendeinen Punkt, wo ihr im Leben sagt, an dem Punkt habe ich gedacht, Comic ist was für mich, wo ihr sagt... Jetzt fragst du das Gleiche, nur anders formuliert. Ein bisschen... Ne? Aber schöner von mir. Ja, er holt uns irgendwie ab. Etwas ne? Emotionaler. Hört auf Jojo. Ja. Alles klar. Ja. Ich habe irgendwann, also ich habe recht spät damit angefangen im Studium erst, weil ich wollte erst einfach nur Illustrationen machen. Dann habe ich festgestellt, dass es total Sinn macht, weil es total gut ist, so diese, weil ich früher auch viel geschrieben habe und gelesen habe und dann diese Verknüpfung von Bild und Text und damit Dinge zu erklären und zu zeigen, macht einfach total Sinn. Es war eher so ein Aha.
Um die Frage vielleicht noch zu erweitern, gibt es einen Grund, warum ihr das Projekt, was ihr jetzt macht, als Comic umsetzt? Man könnte ja auch sagen, na, ich schreibe das einfach auf oder sagt ihr einfach nur, na, ich kann halt zeichnen, dann mache ich es als Comic. Das Problem ist, ich kann ja nicht zeichnen. Ach, aber jeder kann zeichnen. Wie war das mit der wenn man sich selber basht, muss man Geld vorrechnen? Ja, das haben wir vorhin mal als gute Idee eingeführt, damit Frauen sich nicht immer... Ich gebe da gleich einen Schall, deswegen komme ich auch so klar. Nee, es gehört ja dazu, etwas... also man muss sich ja selbst irgendwie geißeln, dass man so ein Projekt irgendwie so annimmt, was man sich ja selbst gegeben hat, womit man ja, was ja so eine Art Investition eigentlich ist, ne? Also an viel Zeit und Energie. Und es ist natürlich viel leichter, das in einem Kreis von Gleichgesinnten zu tun wie hier, wo man sich auch nicht so verrückt fühlt wie vielleicht zu Hause am Schreibtisch oder im Atelier oder wo man auch immer ist, mit einem schönen Hilfe naht. Ich habe den Namen vergessen. Ja. Warum bitte? Ja, warum das? Ach so, das Medium kommt. Vielleicht gerade also ich dich, finde, du sagst, du kannst gar nicht zeichnen. Nee, also warum tust du es dann? Ich, ehrlich gesagt, war es ja auch so, dass ich Comics gesehen habe, die mir den Mut gemacht haben. Dass die Geschichte, also das ist, ich bin auch nicht der klassische Zeichner, der dürerhaft perfekte Hände zeichnen kann. Jeder weiß es, der meine Sachen mal gesehen hat. Aber trotzdem merke ich, wenn Leute meine Sachen sehen, dass sie lachen oder ich sie irgendwie berühren kann. Und genauso geht es mir, wenn ich gewisse Graphic Novels oder Comics lese, dass sie mich wirklich sehr berührt haben und die ich nicht vergesse, wie irgendwelche Filme, die ich sozusagen 2-3 Tage später vergessen habe. Ich finde, da ist so eine Tiefe drin, ne? Durch diese Verlinkung irgendwie zwischen Text und Bild und manchmal auch in einer Geschichte, die persönlich ist oder die zumindest persönliche Ankerpunkte hat, die muss ja auch nicht 1:1 erzählt werden, so wie sie im echten Leben passiert ist. Aber also das, finde ich, ist was mich dazu inspiriert, es auch machen zu wollen. Mhm. Und weil Geschichten erzählen auch eine Leidenschaft von mir ist einfach. Du hast noch einen wichtigen Punkt angesprochen, der jetzt bei der nächsten Frage auch gewesen wäre, ob ihr in eurer Arbeit vielleicht irgendwie verwandte Arbeiten kennt oder auch gelesen habt, wo ihr gesagt, das geht auch in die Richtung. Also ich zum Beispiel habe von Lucy Nicely letztens, die hat ja ein Buch gemacht über ihre Schwangerschaft, die ja auch problematisch war und hat dann zum Beispiel auch ganz viele andere Bücher verwiesen. So wie deine. Gibt's. Nee, aber so im amerikanischen Indie-Bereich gibt es schon einige Zeichner, die auch so über ihre Schwangerschaft oder eben die Schwangerschaft ihrer Freundin berichtet haben. Also ich bin lebe ja in London derzeit und bin dort in einem Kollektiv von, wir nennen uns Comicking Moms und wir treffen uns regelmäßig und also nicht so oft. Seid ihr jetzt auch? Ja. Seid auch ein Kollektiv. Genau. Habt ihr euch ja anscheinend gleich gekleidet. Ja. Also wir arbeiten also daran, wir haben auch schon mehrfach auf Panels gesprochen in Großbritannien halt, so, wo es so um Forschung ging. Das eine Mal war um Graphic Medicine, auch ein super spannender Themenbereich. So die Verlinkung zwischen also wirklich Medizin und wie das also wie Sachen irgendwie mit visuell sozusagen verbessert werden können oder kommuniziert werden können und so und da hatten wir ein Panel und es war super spannend, weil da so viel Feedback kam auch von Leuten aus ganz anderen Bereichen, die eher so Sachen versuchen in Comicform auch zu erklären, also biologische Sachen auch über was weiß ich. Es gibt ja so viele Themen rund um Mutterschaft und Elternschaft, ja. Deswegen, ich versuche das auch immer so ein bisschen offen zu halten, diesen Begriff, weil ich dadurch jetzt mit so vielen Leuten Kontakt habe und so, die auch sich von dieser totalen binären, sagt man, Ausdrucksweise auch ein bisschen auch ausgegrenzt fühlen teilweise. Also, und wichtig ist, also was bei uns in diesem Kollektiv, wenn wir das behandeln, auch Thema ist, ist, dass dieses Elternschaft, dass es nicht auf das Elternsein reduziert wird, dass man einmal ein Kind auf die Welt bekommen hat oder so. Es gibt Adoption, es gibt künstliche Befruchtung, es gibt gewollte Nicht-Elternschaft, ja, es gibt ungewollte Nicht-Elternschaft und es gibt alles. Also es gibt so viele verschiedene Sachen und das gehört alles auch mit da rein. Und da versuchen wir auch, das offen zu machen. Ja, und arbeiten da gerade an der Anthologie. Also ich hoffe, bald gibt es mehr dazu. Weil es verrückt ist, dass diese Themen irgendwie noch nicht so vertreten sind, also noch nicht so breit dafür, wie also geläufig sie sind. Gibt es im Internet irgendwo einen Ort, wo man euch finden kann oder wo man sagen kann, da wollen wir wollen, uns interessiert das, wir wollen alles meiner Instagram-Page. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir wollten was starten, also
Wir haben das noch alles im Verborgenen. Wir haben so eine Art. Ja. Aber wenn es was gibt, dann kann man das kommunizieren. Ich werde es kommunizieren. Es ist gerade was in Arbeit. Also da passieren gerade so Dinge parallel Universum. Bei euch noch irgendwie Projekte, die ihr kennt und. Bei mir ist es, glaube ich, ich mache ja so Comic-Reportagen und ich versuche ja immer so die Welt zu verbessern. Und ich gucke mir immer so an, was nicht so gut läuft. Vorher habe ich was zum Thema Klimawandel gemacht und deswegen habe ich mich vorher mit dem Thema gar nicht so beschäftigt auch. Und ich habe einfach so eben festgestellt, irgendwie diese ganzen älteren Leute, die überall alleine leben und dann daneben sind aber so Familien, die voll durchdrehen, weil sie irgendwie voll überfordert sind und dann gibt es aber da eigentlich Leute, die Zeit hätten und Kapazität hätten, warum tun die sich nicht alle zusammen, was ist da los? Und aus diesem Wunsch irgendwie auch der Gesellschaft irgendwie so, hey, es gibt noch einen anderen Weg. So habe ich angefangen, mich mit der Geschichte zu beschäftigen. Das heißt, wir können mehr oder weniger von dir eine Meinung erwarten oder so ein Statement und eine Vision. Ja, auf jeden Fall. In welche Richtung es gehen könnte. Ja, also so ein paar auch praktische Anleitungstipps. Städteplanung. Ja, also genau, es geht um Architektur, genau, wie werden Häuser gebaut. Also es muss einfach einen Zugang, also ich kann es jetzt ja mal schon spoilern, es muss einen Raum geben in jedem Haus, der für alle zu jeder Zeit immer zugänglich ist, also für Kinder wie für Erwachsene. Zum Beispiel so ein wichtiger Punkt. Aber auch, genau, ja, was man halt so selber noch machen kann. Dagmar, gab es bei dir Berührungspunkte mit anderen Medien, Comics, Autoren? Nein. Es passierte einfach so. Nein, ich habe tatsächlich schon länger den Wunsch gehabt, mal so verschiedene Sachen aus meinem Leben zusammenzutragen. Also Hintergrund ist eigentlich nicht, dass mein Leben so wahnsinnig spannend wäre, sondern eher, ich mache einfach gerne Comics. Und ich kann ganz schlecht irgendwelche fiktiven Geschichten mir überlegen, da fehlt mir irgendwie Fantasie, keine Ahnung. Ich muss immer irgendwie autobiografisch loslegen, um irgendwie so einen Rahmen zu kriegen. Also ich brauche da immer irgendwie was Eigenes, um daraus dann eine Geschichte zu entwickeln. Und weil ich halt doch so verschiedene Aspekte hatte, ich gedacht habe, die würde ich eigentlich total gerne mal irgendwie zu Papier bringen. Und ich möchte das auch gerne in unterschiedlichen Stilen versuchen. Ich will da wirklich mal so richtig aus dem Vollen schöpfen und alle möglichen Sachen auch ausprobieren, was überhaupt erzählerisch geht, was im Comic überhaupt darstellbar ist und wie ist es darstellbar. Und es ist also schon insgesamt ein etwas größeres Projekt, mit dem ich ja jetzt auch erst angefangen habe. Aber ich habe mich, also das Thema Mutterschaft, ganz ehrlich, das hat mich bisher überhaupt nicht interessiert, ist auch nicht mein Thema. Was mir wirklich wichtig ist, ist tatsächlich gerade auch, wenn es um meine Patenkinder geht, dass ich mir dann manchmal so denke, ne, was du eben auch schon sagtest, so eine Rolle zu übernehmen, die dann auch eine gewisse Verantwortung in sich hat. Und ich meine, wenn man ein gewisses Alter hat, dann kann man ja auch mal eben nicht nur die Spaßtante sein, sondern durchaus auch ein paar Sachen mal weitergeben, die vielleicht doch irgendwie wichtig sind. Und man lernt daran eben auch. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie meine Patenkinder eben, die nun doch deutlich jünger sind, wie die das Leben sehen. Und das finde ich total spannend. Und daraus ist das, glaube ich, so entstanden. Und dann eben auch in Gesprächen mit verschiedenen Freundinnen in meiner Altersgruppe, die auch keine Kinder haben, mit denen wir irgendwann mal in so einem weinseligen Abend dann dazu kamen, so, ach ja, wenn man Kinder hätte, was wird man denn? Ne? Und das ist tatsächlich nach wie vor ein Thema, was wahrscheinlich beendet und beantwortbar ist. Ja, finde ich interessant. Ich finde alles drei sehr interessant und ich bin total... Das meine ich damit. Ich finde alles interessant. Und ich bin sehr gespannt, also... das dann irgendwann alles mal in den Händen zu halten und nebeneinander zu legen. Die drei Sachen zu nebeneinander legen. Ja, doch dann den direkten Vergleich, weil ich finde, das ist ja ein ähnliches Thema, aber aus verschiedenen Perspektiven. Aber ganz unterschiedliche Ansätze. Ja. Genau. Ja. Ja, wenn ihr euren Kindern den richtigen Artikel mit auf den Weg geben könnte. Dann solltet ihr morgen bitte zum Klimastreik gehen, ne? Damit wir überhaupt das noch erleben, dass diese Comics gemacht werden. Ja. Dass unsere Art noch erhalten bleibt und alle anderen auch auf der Welt. Ja. Genau. Voll wichtig. Die zweitwichtigste Frage ist, heißt es der oder das Comic? Ich habe darüber ehrlich gesagt bis zu diesem Seminar nie nachgedacht, habe aber jetzt mal der gesagt. Ich sag das Comic. Fraktion du bist jetzt das Zünglein an der Wand.
Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt? Kommen wir zum letzten Punkt. Am Ende wird immer gemalt. Wir haben so ein bisschen gemalt. Heute malen wir. Und ich habe mir aber jetzt überlegt, weil wir haben erst überlegt, was lassen wir die drei zeichnen. Es hat sich der Dominik Wendland hat sich diesmal nichts gewünscht. Eine Schildkröte steht noch aus, aber. Aber ich habe gerade überlegt, vielleicht machen wir einfach ihr drei zusammen ein Friday for Future Plakat für die Kinder. Für morgen, dass wir morgen draußen umtragen können? Ja, so ein kleines jetzt. Also was da drauf sein müsste. So ein Slogan, vielleicht irgendwie. Und dann mag er einen Screenshot machen und sich das ausdrucken. Und dann tatsächlich morgen demonstrieren gehen. Ich hole mal die Stifte. Ja. Zur allerletzten Folge. Richtig, das wird ein trauriges Finale. Aber mit den größten Stargästen. Genau. Bis dahin. Das lernt uns ja. Tschüss.